يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister. Heute eine Antwort auf eine Frage, die sich jeder mal stellt oder gestellt hat bei der Lesung des Korans. Wann verspüre ich die Süße? Oder gibt es Tipps, wann verspüre ich eine Art Genuss bei der Rezitation? Warum fällt es mir immer so schwer? Warum will ich den Koran sofort schließen nach 5 Minuten und so weiter und so fort? Darauf antwortete einer der tugendhaften Vorfahren namens Al-Khawwas. Er sagte, قلت لنفسي, ich sagte meiner eigenen Seele, also er sprach mit sich selbst, يا نفس, o meine Seele, اقرأ القرآن كأنك سمعته من الله حين تكلم به. Er sagt, versuche, den Koran so zu rezitieren, so zu lesen, als hätte ihn Allah subhanahu wa ta'ala damals, als er ihn Jibril aufsagte, dir aufgesagt. Also als wäre gerade frisch herabgesandt oder gerade frisch von Jibril empfangen. Er sagt, stell dir vor, dass du ihn bekommen hättest. اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله. Als hättest du ihn persönlich gehört von Allah, als er ihn damals Jibril eingab bzw. aufsagte. Stell dir einfach vor, du wärst an Jibrils Stelle, damals. Er sagt, als er das gemacht hat, فَجَاءَتِ الْحَلَاوَةِ, dann kam die Süße, sagt er. Dann habe ich Genuss verspürt bei der Rezitation. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass ich der war, der den Koran von Allah subhanahu wa ta'ala persönlich bekommen hat, natürlich bei seiner Lesung. Wenn du den Koran aufmachst und du liest, Tabarak alladhi biyadihil mulk, dann liest das nicht einfach so. Sag dir, Allah subhanahu wa ta'ala hat in mir gerade persönlich aufgesagt, diesen Vers. Er sagte, der Gelehrte hier, Faja'atil halawa. Als ich das verinnerlichte, dann habe ich Genuss und Süße verspürt in meiner Rezitation. Mögen wir Erfolg bekommen bei der Rezitation und versuchen, Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten, immer und immer wieder, dass wir Süße bekommen, allgemein in unseren Anbetungen und speziell in der Lesung des Korans. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das gewähren. Hada wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.